Autsch. Hochgeschwindigkeitszug rammt Reisebus. Ein Reisebus ist auf die Schienen einer Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge gestürzt. Ein Hochgeschwindigkeitszug hat den Bus anschließend gerammt. Der Bus wurde vollständig zerstört. Der Zug ist entgleist und ist in den Bereich eines Flussbettes gestürzt. Es wurden mehrere Fahrgäste aus den Waggons herausgeschleudert. Im Zug und im Bereich der Unfallstelle befinden sich weitere verletzte Personen. Bergen und versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Ja, ich spiele diese Mission allerdings in letzter Zeit am häufigsten mit dem London City Mod und für Emergency 4 dementsprechend weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau alles, wie es mit den normalen Fahrzeugen ist. Ja. Also hier brauchen wir schon mal eins dafür, dann brauche ich ein Fahrzeug dafür, auch da. Ich brauche einen Rüstwagen hier. Ich alarmiere mal noch, lieber sicherheitshalber, noch einen zweiten da. Ich brauche ein solches Gefährt. Ich brauche oben noch ein Gefährt davon. Einen Intensivtransportwagen rein mit Notärzten besetzt. Ich mal nach unten. Und ich schicke noch einen weiteren Intensivtransportwagen rein mit Notärzten besetzt nach oben. Ich glaube, ja, Geld haben wir eh keins mehr. Ich glaube, wir haben ein Rüstungsfahrzeug davon zu viel. Aber dann ist das eben so. Da kommt sie, die Armada. Hier geben wir gleich den Befehl zum... dem Heben. Wir geben auch schon gleich den Befehl, dass du das da machen sollst. So, aussteigen. Einer Rettungsschere. Und mal diesen Wagen hier annähern. Einer holt mal die Person her. Einer mal die hier. Hier steigen wir mal alle aus. So. Hier weg. Du hier aussteigen, hier aussteigen. Du Sprungkissen. Du, das da. Du hast ein Sprungkissen. Dann helfen wir mal dem. Und jetzt passiert nämlich Folgendes. Der stürzt schon runter. Und dem sollten wir eigentlich am besten nicht begegnen. Fahrzeug 9 hört. So. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Und noch einen. Ist in Arbeit. So. Hier, vier, da. So. Du. Rettungsschere. Du, Rettungsschere. Alles klar. Du dahin. Du dahin. Den müssen wir auch noch irgendwo hinlegen. Fahrzeug 9 hört. Auf dem Weg. Ich brauche mal gerade da nicht. Du kannst da irgendwo sonst wo versauern. Du rennst mal bitte dorthin. Weil da gibt es zwei Leute, die man versorgen müsste. Du holst auch mal eine Rettungsschere. Alles klar. Du schneidest hier auch mal alles auf. Du wanderst mir bitte schon mal dorthin. Nein. Manchmal ist diese KI von diesem Spiel, was das angeht, ein wenig dämlich. Mit ein wenig meine ich sehr dämlich. So. Leute.
So, du hast den da schon mal angeheilt. Wir müssen jetzt erstmal so viele Leute wie möglich in diesen Wegen unterbringen. Ein Intensivtransportwagen. Wir können uns hier jetzt nicht so viel erlauben. So. Du hast schon was getan. So, zack. Du wirst abgeholt. So. Du dahin. Ab, rein, ab, rein, ab. Nein. Das heißt natürlich nicht dorthin. So, die fast Ertrunkenen. Ihm muss noch untersucht werden. In welchem Ding saßen hier eigentlich? Ja, ich habe eins zu viel eingefordert. Ja gut, kann mal passieren. Ärgert mich. Aber passiert. So. Da ist noch einer Platz. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben gewonnen. Dann kann der Wagen schon abrollen. Das ärgert mich jetzt mit dem einen Wagen, aber lieber habe ich zu viel alarmiert wie zu wenig, meiner Meinung nach. Wisst ihr was? Hier habe ich mir schon was gesehen. Oh. Das ist fertig. Im Moment haben wir 19 verletzte Personen. Wow. So, der ist voll. Da ist noch gar nichts irgendwo hingemacht worden. Du mal ganz schnell dorthin. Wird ausgeführt. Ja. Ja. Wie befürchtet. Was gibt's? Alles gleichzeitig zu machen, dann habe ich ein bisschen zu lange köcheln lassen. Gut. Ja. Hier zum Zug schaffen, da brauchen wir noch einen Wagen. Wagen. Ja. Nimm die Person auf. Nimm die Person auf. Dann haben wir hier noch zwei Stück. Ja, okay. Bin unterwegs. Was gibt's? Da unten sind noch zwei. Fahrzeug 9 hört. Ich bringe mal da hin. Super. Und du tauchst jetzt mal nach den Verlorenen da. Fahrzeug 8 hört. Wir haben jetzt. Oh, wie viele Plätze noch? Wir brauchen da hinten. Wir können da hinten zwei nehmen. So. Da ist noch einer. Dann holen wir auch noch gleich ab. Meine Fresse, braucht der lange. Fahrzeug gemacht. Höre. Ist in Arbeit. Schon unterwegs. Was gibt's?
So. Alles schon mal richten. Was heißt danach tauchen? So, rein mit dir. Rein mit dir. Okay, es würde alles ein bisschen schneller gehen, wenn dieser Taucher hier ein bisschen schneller wäre. Du bist transportfähig. Da rein. Und da rein. Man könnte natürlich Geld sparen, wenn man die ganze Zeit nur die hier alarmiert. Aber das finde ich irgendwie nicht Sinn der Sache. Fahrzeug 6 hört. Ja? Höre, bin unterwegs. Fahrzeug 8 hört. Vor allen Dingen, ich kann auch einen Krankenwagen nach alarmieren. Fahrzeug 6 hört. Kein Problem. Höre. Alles klar. Mal gespannt, wie viele da jetzt noch drin sind. Fahrzeug 8 hört. Auf dem Weg. Einer. Muss da ja auf jeden Fall noch rein. Ist gerade nicht da gerade jemanden davon gelaufen? Nein. Das sind. Oh. Brauch hierfür dann auch noch. Na gut, ich habe 2 Stück da drin. Dann würde ich doch vorschlagen. Um die dahin. Ich sehe, ich finde hier einen. Wo? Ja, einen muss ich auf jeden Fall nachalarmieren. Ein Krankenwagen. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das muss mir jetzt einer sagen. Ich habe 550 Einsatzkosten dafür. Hätte dann ein Restbudget von 0. Also eigentlich noch okay. Na gut. Der Notarzt muss ja nicht mit. Was machst du da denn Schönes? Cool. Wir brauchen es also wirklich nur so lange, weil einerseits der Taucher auch so blöd war und andererseits, also mit dem Geld haben wir ein kleines bisschen Problem gehabt, was die Mission angeht. Ich glaube, wir hätten alles mit Einzelkrankenwegen irgendwie machen müssen. Nein, nein, nein. Aufsteigen. Du den da untersuchen, du den anderen untersuchen. Ist in Arbeit. Hör sofort. Wird ausgeführt. So, bist du noch relativ gesund. Höre. Wird ausgeführt. Fahrzeug 11 hört. Was gibt's? So. Höre. Okay. Auf dem Weg. Fahrzeug 8. Der darf nach Hause. Fahrzeug 11 hört. Und der darf auch nach Hause. Einen Toten haben wir. Das ärgert mich so ein bisschen. Was machst du da? Hätten wir vermeiden können. Ein bisschen Geldprobleme hatten wir. Höre auf dem Weg. Die Wegfindung in diesem Spiel ist etwas, das muss man, glaube ich, nicht begreifen. Was machst du da? Naja. Gut. Ungefähr 14 Minuten haben wir gebraucht für das Ganze. Es geht besser und ich kann es auch besser.
Aber immerhin war es schön flott. Also sehr viel länger hätten wir eigentlich nicht brauchen können. Sehr viel kürzer. Jeden Augenblick haben wir es geschafft. Im Großen und Ganzen können Sie mit Ihrer Leistung wirklich zufrieden sein. Wenn Sie die Auswertung Punkt für Punkt durchgehen, entdecken Sie vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit, sich zu verbessern. Das geht besser. Ja gut, aber wie es besser geht, das zeigt euch vielleicht ein anderer. Oder ich mache irgendwann mal noch so extra Folgen, wo ich mal die Lieblingsmission spiele. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Werde ich nicht dran denken. Aber bis dahin wünsche ich euch viel Vergnügen auch mit allen anderen Projekten hier auf dem Kanal. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss!